Also vielen Dank schon mal für die Einführung. Wir sind der SV Ossenheim, der Sportverein 1967 Ossenheim. Und da kommen wir auch her. Deshalb muss ich sagen, beim welches Tag hätte man uns schon erraten können. Was wir anbieten ist Fitness, Kinderturnen und Fußball. Wir machen ein sehr breitensportliches Angebot, ganz ohne Turniere. Wir wollen Leute in Bewegung bringen. Das ist auch unser Motto. Kommt zu uns, kommt in Bewegung. Unser Fitnessangebot reicht von Aerobic bis Zumba. Wir bieten aber auch langsamere Sachen an, wie Pilates oder Yoga. Wir haben eine Outdoor-Fitnessgruppe, die sich... Ja, wann immer es geht, draußen trifft, da sind auch wirklich viele Männer dabei. Das ist ein bisschen intensiver zu. Die können aber auch in die Halle, wenn es mal regnet. Also ein Angebot, was wirklich das ganze Jahr über stattfinden kann. Unsere Fußballer, unsere Soma sind Männer so von 30 bis 70, die auch das ganze Jahr trainieren. Die sind im Sommer mittwochs auf dem Sportplatz und im Winter dürfen die in die Halle gehen donnerstags. Also auch das ist ja sehr wohlfühlmäßig und nach dem Fußballtraining natürlich noch ein nettes Beisammensein. Die machen einmal im Jahr den Sommerpokal und ansonsten geht es auch da mehr ums den Spaß. Wir bieten außerdem Kinderturnen an für Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahre ungefähr. Da gibt es für jedes Kind eine eigene Gruppe, eben seinen Fähigkeiten entsprechend. Kinderturnen ist ein ganzheitliches Angebot. Es ist kein Gerätturnen für Kinder, sondern wir machen alles und zwar ein sehr ganzheitliches Angebot, um zu Bewegung hinzuführen, um Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Und die Ältesten machen das Ninja Warrior, das ist dann eben Geräte zu überwinden, ohne den Boden zu berühren quasi.